Wenn du einem Bären begegnest, sagst du ihm, ich rühre dich nicht an, du rührst mich auch nicht an. Ja, sicher, aber nicht in dem Moment. Er zeigt mir die Zähne. Wahrscheinlich hat er Angst. Ich habe auch Angst. Aber da ich nicht fliehen kann, mache ich es ihm nach. Ich zeige ihm auch die Zähne. Eine französische Anthropologin reist zur russischen Halbinsel Kamtschatka, um dort auch zu forschen. Aber es ereignet sich etwas, nämlich wird sie von einem Bären gebissen. Sie hat das Glück und überlebt. Und dann beginnt die Erzählung eines gewaltigen Transformationsprozesses, der sowohl ein persönlicher als aber, weil Nastassja Martin das so gut erzählt, ein vollkommen relevanter und uns alle betreffender ist. Mein Körper ist zu einem Gebiet geworden, auf dem westliche Chirurginnen in einem Dialog mit sibirischen Bären stehen. Ich habe wirklich lange nichts mehr gelesen, was mich so umgetrieben hat, was mich so irritiert hat und was mich gleichzeitig irgendwie so getröstet hat in dieser Unglaublichkeit dieser Geschichte, die Nastassja Martin hier erzählt und die Claudia Kalscheuer ganz wunderbar klar, präzise und gleichzeitig unerhört übersetzt hat. Mein Bewusstsein ist schärfer denn je. Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Ich sage mir, wenn ich davonkomme, wird es ein anderes Leben sein.